Jever ist schuld, denn hätte der MTV Jever 1864 nicht eine Turnfahrt ins Jeverland unternommen und fürs Turnen geworben, hätte sich 1867 nicht der MTV Hohenkirchen gegründet. Und deshalb solltet ihr eigentlich auch die Rechnung für heute zahlen, flachste Uwe Frerichs, Vorsitzender des MTV Hohenkirchen, bei der Feierstunde zum 150-jährigen Bestehen des Vereins in Richtung seines Amtskollegen Eckhard Kohls vom MTV Jever. Der blieb die Antwort nicht schuldig. Wir waren damals Geburtshelfer. Dafür sollten wir nun endlich mal entschädigt werden. Und zum Beispiel bei einem Glas Bier über die Reisekosten verhandeln, sagte Kohls. Neben Kohls hatten sich zahlreiche weitere Gratulanten eingefunden. Vertreter des Niedersächsischen Turnerbunds und des Landessportbunds, des Turnkreises Friesland-Wilhelmshaven und des Kreissportbunds, von Landkreis und Gemeinde, der Hohenkirchener Vereine, der Polizei und der Banken sowie der befreundeten Sportvereine. Vizepräsident des Niedersächsischen Turnerbunds Lutz Alefsen überreichte dem MTV die Jahntafel des Deutschen Turnerbunds.